Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Projekt hier heute auf dem Kanal. Mit mir dann sofort und ja Leute. Wir spielen heute, was heißt wir spielen gar nichts. Wir gucken uns heute zu Replays an. Und oben in der Infokarte könnt ihr entscheiden, welches Replay ihr cooler findet. Also ich springe jetzt in Replays rein. Die habe ich nämlich erspielt. Und wir springen ins erste rein. Da zeige ich jetzt nur bis zum letzten Gegner, weil der letzte Gegner war ein bisschen. Ah, es war einfach schlecht. So. Hier bin ich. Ich starte hier meine Aufnahme. Übrigens, Leute. Das Replay, das gewinnt. Das bekommt. Na gut. Was heißt das bekommt? Ich habe Aufnahmen von denen und dies wird hochgeladen. Deswegen, das ist so eine Sache. Je nachdem, welches Replay gewinnt, das kriegt dann auch. Ja, ein Video dazu. Wir holen uns natürlich erstmal eine Kiste. Gehen hier rüber. 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Wow. Oh, also von YouTube. Hast du super gemacht. 5 Blöcke, Greasy. Gut. Zack. Wir bauen natürlich erstmal los. Kleine One-Stack. Pass auf, hinter dir sofort. Tschüss. Stopp. Und das übrigens beim Schlagen war ich One-Click. Also es war wirklich alles One-Click, bis aufs Bauen. Aber der Rest war One-Click. Da hat er mir gegeben. Dieser Typ hat mir böse gegeben. Der hat mich einmal sogar gezogen, glaube ich. Ja, er hat mich einmal gezogen. Das war der Typ. Der hat mich einmal gezogen, ja. Weil ich keine Herzen hatte. Und dann bin ich abgehauen und hab zerkackt. Gut, dann sind wir wieder hier drüben. Spawnen wir hier. Ich zeige euch irgendwie nur bis Minute 9 oder so, bis da drüben dann der Gegner ist. Denn es macht absolut keinen Sinn. So, ich gehe rüber, ganz normal, gehe rüber. Zack, zack, zack. Hab hier sogar ein Schwert gehabt, weil der Typ mir ein bisschen mit seiner Knockback-Base, der hat mir schon Angst gemacht. Ja, nee, auch wegen den Eisenblöcken. Bisschen Briesel. Oh, da hat er mir gegeben, der Böse. Aber richtig böse. So, da. Los geht's, weiter geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. So. Ich habe extra so gute Replays genommen, die von mir selbst gut erspielt wurden. Und ja. So. Und ja, ich freue mich jetzt hier rüber. Gott, ich leck. Aber ich war so, ja, so kommt vielleicht an mir. Und da hab ich gebutterfahrt. Wie bei dem ganzen Ding ist es auch. So, springen, hier sofort springen. Den habe ich. Dann habe ich den da sogar bekommen, bin mir gerade nicht sicher. Ja, doch, den habe ich bekommen. Dann kann ich mich daran erinnern an den. So, da hatte glaube ich auch einen Eisenblock gehabt, ich weiß es nicht. Ja, da hat er Eisenblock gehabt. Und ein Schwert habe ich mir auch gekauft. Für den Fall, dass er da rauskommt. So, los. Und stimmt. Ah, nee, ich habe mir gar kein Schwert gekauft. Ich habe mir eine Picke gekauft, ne? Und die kleine Steinpicke. So, den habe ich. Und dann geht's weiter. Und du spielst auf Replay-Server. Der Typ, wer war es denn? Hier, der, ja. Der kämpft jetzt gegen den da und der da ist jetzt. Der geht jetzt dem und der zieht den und dann gibt es den Endkampf, aber der ist langweilig, weil der so lange ging, weil der die ganze Zeit so auf Cobwebs und so gespitzt hat. Ich bin ständig runtergefallen, deswegen zeige ich das nicht. Das ist absolut lächerlich, wie ich da gespielt habe. Und ja, gut, der braucht jetzt durch. Ihr könnt es euch natürlich gerne angucken. Da oben ist die Gamer, die. Hier, wo gerade ein Monster ist. Ich sehe mal die. Könnt ihr euch gerne angucken. Wenn ihr das Ende sehen wollt. Ja.
So, der wird nämlich jetzt von denen zerstört. Team Rot habe ich jetzt das Bett abgebaut. Ich komme von da hinten. Übrigens, es geht darum, welches Replay ihr besser erspielt fandet. Also jetzt von mir aus, nicht von den Gegnern, sondern von mir, meine, wie ich gespielt habe. Was fandet ihr besser von den beiden Replays? Das würde mich interessieren. Witchly. Da bin ich nämlich zurzeit auch daran zu lernen, deswegen mache ich mit Maus und Views. Ja. Kommen wir sofort auf geht's. Ich sage euch natürlich auch gleich das zweite Replay. Dann, oh man, low her sofort, low! Übrigens, das Format heißt Replay vs. Replay. Wer ist gesagt? Das ist nichts Schwieriges. Der Name, der war einfach. Ja, gut. Verständlich. Replay vs. Replay. Ja, da oben, ich wollte jetzt den da, ich bin dann da hochgegangen, weil ich den ziehen wollte, unbedingt. Ja, der ist jetzt da. Und ich habe ihn gezogen. Genau. So, und das, den letzten, das ist jetzt einfach Schwachsinn. Ich gehe jetzt nicht hup. Dann holen wir uns das nächste Replay. Das nächste Replay war das da. Replay. Zack. Du wirst teleportiert. Ja. So. So, da war es so, dass ich nicht getargetet wurde, bin aber am Anfang direkt runtergefallen. So, seht ihr jetzt? Da fällt er sofort runter. Ja, gut. Wir spulen noch ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Komm, her sofort, mach hin noch. So. Auf jetzt. Stopp, irgendwo habe ich jetzt da ein BC gemacht. Zack. Ne, das war One Stack, da war Fast Pushen. Oh, Leute, auf jeden Fall. Das ist so komisch. Na gut. So, man will auf 1. Wir wollen natürlich auch so sein. Zack, 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 zack. Übrigens, Leute, ich kann euch das mal eben zeigen. Ich komme Butterfly auf 18 Klicks. 14 bis 18 Klicks. Ich generell so use das GUI nicht so. Maus Views, ich komme gerade auf Maus Views. Von 0 auf 24, ja, das geht. Aber ich bin gerade auch nicht so. Gut. Macht auf jeden Fall keinen Sinn. So. So. Ja, was macht der jetzt der sofort? Was mache ich jetzt? Übrigens, Leute, kurze Sache, warum ihr die Maustastatur vielleicht richtig laut hört. Das Mikrofon ist gerade genau hier nebendran. Jetzt tue ich normalerweise in den Aufnahmen, wenn dann auch, wenn ich dann auch spiele, dann tue ich normalerweise hier irgendwo hinten dran. Aber das habe ich jetzt gerade nicht, zumindest gerade im Video nicht, weil ich spiele ja nichts. Ich schaue mir ja schon einen Replay an. Zwei Stück. So, was macht der sofort als nächstes? Ich gehe natürlich erstmal zurück. Oder fall es mal. Nee, stimmt. Da bin ich runtergesprungen, weil der Typ sich darüber gebaut hat. Genau. Das sah wahrscheinlich so aus, als wäre ich nicht mit Absicht gestorben, aber bin ich. Weil da drüben der Typ kann es nicht. Ah, geil. Zack. Leute, das ist nur schlecht. Das kann ich euch auch mal in einem anderen extra Video sagen. Wenn ihr mal Bock hättet, dass ich Bautechnik einfach mal mache, was heißt Bautechnik? Ich würde einfach mal eine Folge nur bauen, auf eine Singleplayer-Map einfach nur bauen. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, wirklich Bock drauf, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Ich würde sagen, ab 10 Likes mache ich das. Mache ich absolut nur Baufolge. Und ich absolut mal nur Bautechnik mache. Breezly, Moonwalk, Widgely, ich weiß nicht, was das Widgely ist. Da laufe ich auf jeden Fall ziemlich langsam, deswegen sieht es vielleicht bei mir ein bisschen nach Safe-Walk aus, aber ich bin einfach so, ich laufe hier so, zack. Ich laufe halt total langsam so. Das ist halt total safe so. So, und so läuft es total safe. Da fällt man nicht so auf runter. Der wurde natürlich jetzt zerstört. Der Weiße hat aber kein Bett mehr. Ich natürlich, Vollpfosten, muss ich sagen. Ich check natürlich nicht, dass der Weiße noch lebt. Und hab gedacht, das ist der Lila, ne? Also mein nächster Gegner. Fünf Blöcke Breezy. Es ist so ätzend. Ich krieg halt Breezy nicht so gut hin.
Ich bin gerade auch dabei zu lernen. Ich bin gerade dabei, Witchly zu lernen, Breezy zu lernen, Moonwalk noch vertiefen, Godbridgen zu lernen und Hackerbridgen zu lernen. Einfach dieses gerade nach hinten laufen. Das ist auch geil. Macht auch Spaß. Da habe ich mal wegen noch kassiert. Ja, genau, da habe ich das erstmal nicht kopiert. Der Typ, ich habe den gezogen, der hat mich gezogen. Ja, genau, das war so ein Double Kill. Ich spule noch mal ein bisschen vorne. Macht keinen Sinn. Ich will ja Replay. Und ich spule bei dem einen Replay nach vorne und bei dem anderen nicht. So, und das ist mein letzter Rush, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß nicht, ich war total konzentriert, als ich das aufgenommen habe, weil ich wollte halt dieses Replay, Replay öfters machen. Ich will das wahrscheinlich jeden Samstag machen. So, in den Ferien wird es wahrscheinlich dreimal kommen. Wahrscheinlich samstags, freitags und mittwochs. Oder dienstags und mittwochs ist abhängig, ob ich Zeit habe oder nicht. Und meistens habe ich Zeit. Und dann spiele ich einfach zwei Bedrohungsrunden. Und oben bei dem I, jetzt irgendwo rechts oben bei dem I, könnt ihr auf jeden Fall mal abstimmen, welches Replay besser war. Ich habe einfach Replay 1, Replay 2. Und welches besser ist, kriegt natürlich das Video hochgeladen. Das nennt sich dann einfach Replay Winner. 1 und dann 2 und dann 3, je nachdem wie viele Replay Battles ich mache. Wenn es bei euch gut ankommt und wenn es euch gefällt, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Der Typ hat Hex geschrieben, glaube ich. Nee, hat er nicht. So. Und damit war es das auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben und stimmt bitte ab. Bitte stimmt ab, welches Replay besser war. Bis dann noch rein und tschüss!